Wir haben gestern hier bei der Landebahn Kobelzig fertig gequestet. Wir fliegen jetzt hier rüber zu Bixby. Ich will mal kurz gucken, wo ist Questi? Questi? Hallo? Da. Nein. Nein. Abbrechen. Rechtsklick wollte ich. So, wir sind bei 100. Nee. Boreanische Tundra. Wir sind bei 126 von 145. Also 19 Quests gibt es hier noch. So, die müsste hier drüben stehen. Ja, da steht sie. Hallöchen, Bixby. Oh, großartig verseuchte Magna-Tauren. Töte 10 verseuchte Magna-Tauren. Anschließend zurück. So, da sind die verseuchten Magna-Tauren. Nein, kuscheln können wir den nicht. Schade. Ja, verstehe ich nicht. Weil die haben auch Fell. Normalerweise müsste man sie kuscheln können. Jetzt wollte ich schon wieder kuscheln. Eieiei. Ja, ich bin aber auch verdorben. Ich bin schon eine kleine verdorbene Drecksau. Wo geht's weiter? Da unten ist einer. Ja, dadurch, dass hier noch andere Leute questen, ist es halt etwas problematischer, gerade welche zu finden. Sechs Stück brauchen wir noch. Also ich schätze, wir brauchen jetzt noch ungefähr drei Folgen, bis wir, also mit der hier, bis wir hier in der boreanischen Tundra durch sind. Vielleicht auch vier. Das kann ich leider nicht so sagen. So, da ist einer. Da ist einer. Genau, du musst natürlich genau hier lang kommen oder was? So, hier oben war, glaube ich, einer. Ich glaube, die Tundra-Kriecher braucht man für Hordenquests. Hallo? Komm mal her. Wenn du schon so sch schön spawnst. Nein, weg, 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 weg. Oh. Wir hatten fast kein Leben mehr. Und das war's. Den da drin finde ich nicht. Gut, dann einmal Quests abgeben. Wir verbrauchen halt auch eine Menge Mana dadurch, dass wir immer wieder in die Fluggestalt reingehen, rausgehen.
ist halt auch Mana-Fresser. Seid gegrüßt! So, irgendwas geht in diesen Höhlen vor. Bixi Zangkeuler möchte, dass sie Bixis Desinfektionspulver Puder in den Seuchenkessel in den Höhlen des Todes schüttet, um ihn zu neutralisieren. Bixi alles klar. So, die Höhle ist hier drüben. Also hier ist eine Höhle, da ist eine Höhle. Ist eigentlich egal, wo man reingeht. Da ist eine Seuchenbringerin, die müssen wir killen. Also diese auch in der anderen Höhle. So, dann einmal das hier machen. Ich hau dann einmal Anregen drauf. Dass wir etwas Mana dazu bekommen. Und ihr seht auch, wir werden viel schneller hier mit dem Hochleveln, dadurch, dass wir schneller zu den Questzielen hin und zurückkommen. So, Tempowertung, Angriffskraft. Nehmen wir. Ziehen wir auch direkt an. Miss Tinky ist in die Nekropole gelaufen. Sucht Tinky dort Pfiff im Inneren von Talramas. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Man kann auch gleich die Geisel auslöschen. Vernische bei den Eiterteichen und in Talramas 20 Diener der Geisel jeglicher Art. Man sieht sich. Ja, den Rest lese ich nicht vor, weil es eh immer wieder das gleiche ist. Der und der steht da und da. Gut, also wir müssen die hier killen. Aber bevor wir die killen, gehen wir einmal hier rein. Weil wir nämlich von ihr noch eine Folgequest bekommen. Wo wir nach oben müssen. So, beenden. Bin in diesem verdammten Käfig gefangen, aber nicht mehr lange. Findet einen Motorkernkristall, ein magisches Gyroskop und einen Geiselsteuerungsstein. Man sieht sich. Okay. So, also dadurch, dass wir fliegen können, haben wir es natürlich auch etwas einfacher, weil wir müssen jetzt hier da oben hin. Aber wir können natürlich hier direkt mal ein paar Geiseln mitnehmen. Sag mal, wir hätten es eh einfacher, weil wir uns ja auch rein- und rausschleichen können bei sowas. Müssen wir jetzt nicht unbedingt. Aber egal. So, komme ich hier drüber. Ich habe immer das Problem, dass ich da nicht gescheit drüber komme. Also ich zeige euch auch, wie wir jetzt da hinkommen ohne Flugmaut. So können wir noch ein paar Mobs unterwegs mitnehmen. So, wir gehen einmal hier hoch. Warum kommen die da zu dritt? Hä? Habe ich das denen erlaubt? Ja, immer mal wieder zwischendurch heilen. Auch wenn es natürlich sehr mana-intensiv ist, was wir dann machen, aus der Gestalt rausgehen, heilen wir dann in die Gestalt, weil das kostet ja direkt 663 Mana, wenn wir in die Katzengestalt gehen. Aber sonst wären wir jetzt schon am Tod. So, 8 Stück haben wir. Jetzt muss ich überlegen, dahin. Hier müssen wir hoch.
müsste das hier vielleicht auch mal machen. Dass wir etwas mehr Schaden machen, mehr Stats haben. Und dass die Gegner beim Angreifen auch ein bisschen Schaden kriegen. So, also wir müssen jetzt einmal hier hoch. Das ist der Weg für die Nichtfliegende. Gut. Was sind das? Motorkernkristall. Na komm. Also bei denen hier kann auch der Motorkernkristall droppen. Das könnte man auch hier im Questtext lesen. Ich werde einen Motorkernkristall von einem der Gude hier benötigen. Es ist halt so etwas einfacher. Einmal heilen bitte. Jetzt hier rein. Da kriegen wir das magische Gyroskop. Und zwar von dem hier. Steht auch im Questtext. Echt jetzt? Dr. Klingengrinser, jetzt hast du nichts mehr zu grinsen. So, jetzt hier hoch. Und dann müssen wir zu ihm hier. So rum ist es, glaube ich, einfacher. Und wir müssen dann halt nur danach nur noch Ghoul töten. So, er kommt jetzt hier runter und von ihm bekommen wir den Geiststeuerungsstein. So, haben wir. Dann... Ja, runter gehe ich jetzt nicht nochmal. Ich suche mir jetzt ein paar Ghule und hoffe, dass einer schnell droppt. Nein, da drüben war noch einer gewesen. Da. Nein. Och Leute. Da ist kein Ghoul. Da ist ein Ghoul. Nein. Och Mann, Mann, Mann. Was eine Kacke.
Da ist noch einer. Da unten sehe ich noch einen. Auch nicht. Da ist auch noch einer. Dann brauche ich auch nicht aus der Gestalt rausgehen. Bisschen Mana sparen. Den kann ich nicht angreifen, weil dann nämlich alle anderen auch mitkommen. Immer noch nicht. Nein. Da, da. Ey, da musste allein von denen hier 20 Stück killen. Nur um einen Gegenstand zu kriegen, oder was? Gibt's nicht. Gut, wir machen heute wieder eine extra lange Folge. Weil wir einen Gegenstand brauchen. Da ist auch noch einer, ja. Immer noch nicht. Also, ich glaube eh nicht, dass Blizzard hier irgendwas aus dem Stream sieht. Es ist eine Unverschämtheit. Ich habe keine Ahnung, wie viele eitrige Ghule wir jetzt getötet haben. Aber es waren bestimmt 10. Also eine Drop-Chance von 10% ist schon unter aller Sau. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Also bei meinem Todesritter hat hier bei dem Ghoul. Nee, nicht bei. Nee. Schönen guten Tag. Nicht bei dem. Lasst es Bixi wissen. Sprech mit Bixi, Zankeuler, gleich südlich der Höhlen des Todes. Alles klar. Ja, das heißt jetzt halt auch, dass ich keine weitere Folge mehr aufnehmen kann, bevor ich nach Tausendwinter gehe. Weil das hier so ewig lang gedauert hat. Blöde Quester. Hätten wir von Anfang an einfach nur Ghule killen sollen, um die andere Quest abzuschließen. So, dann das hier beenden. Rauf und runter in der Tundra. Alles klar. Und hier nehmen wir das ist. Wir nehmen mal das hier. Zurück zum Landeplatz. Sprecht mit kurbelt sich Vollgas auf der Landebahn, kurbelt sich in der boreanischen Tundra. Alles klärchen. Alles klar. Ja, da kann ich da auch im Gasthaus ausloggen. Weil sonst hätte ich mich hier jetzt ausgelockt. Aber kein Problem. Jetzt will ich noch mal gucken, wie viele Quests haben wir noch hier? 12. Pre-Quest fehlt 7. Das ist alles. Das ist alles da hinten. Schlacht in den Wolken. Das ist, glaube ich, Oculus. Bleh, Oculus ist eine sehr schöne. Was ist das? Ist das Daily?
Grausamkeiten der Qualdier. Moment. Muss mal kurz gucken. Nein. Ach, das ist das hier. Okay. So, wir geben jetzt noch die Quest ab. Seid gegrüßt. Und wir nehmen plus Ausdauer, plus Waffenkunde, minus Angriffskraft. Wir nehmen die. Bisschen Ausdauer mehr ist nie schlecht. Anziehen. Die hier auf jeden Fall. Da muss ich mal gucken, wie sich das auf unsere Werte ausübt. Das hier. Weniger. Nö, dann nicht. Dann verkaufen wir das jetzt noch. Interessant. Weg, 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 weg. Das waren die. Ja, das waren die neuen, genau. Und das kann auch weg. Gut. Alles klar. Dann werde ich jetzt eine kurze Aufnahmepause machen. Gehe einmal nach 1000 Winter und wir sehen uns dann erst morgen wieder. Dann bis morgen.